Das Thema ist, glaube ich, ein Thema, was für Yogis wichtig ist. Es ist definitiv ein Thema, was für Buddhisten wichtig ist und ein Thema, was mich anspricht, Gewaltlosigkeit und Ethik im Buddhismus. Also Gewalt, Gewaltlosigkeit. Vor ungefähr 20 Jahren habe ich meine Einstellung zu Gewalt mit einem Freund, auch einem Buddhisten, verglichen. Und seine tiefe Sehnsucht nach Gewaltlosigkeit war ein Grund, warum er zum Buddhismus gekommen ist. Und da habe ich erkannt, das war überhaupt nicht der Fall bei mir. Ich hatte nur etwas gegen Gewalt, bevor ich zum Buddhismus gekommen bin. Und zwar, ich hatte was dagegen, wenn Gewalt gegen mich gerichtet wurde. Aber prinzipiell hatte ich nichts gegen Gewalt. Ich habe überhaupt nicht eingesehen, dass es problematisch sein könnte. Ich habe Gewalt als was ganz Natürliches gesehen. Und eher durch die Begegnung mit Meditation und Buddhismus und dann danach Yoga habe ich angefangen, das nicht nur in Frage zu stellen, sondern radikal in Frage zu stellen. Aber was meint man mit Gewalt? In welcher Hinsicht Gewalt? Vielleicht hilft es, wenn man die Ursache oder die Quelle davon anschaut. Machen wir es etwas indirekt. So im Buddhismus spielt die Ethik eine sehr große Rolle und sie dreht sich um Gewaltlosigkeit. Aber die Ethik des Buddhismus ist eine Ethik der Absichten, eine intentionale Ethik, wenn man will. Es hängt davon ab, was die geistige Absichten sind. Der Geisteszustand ist das Ausschlaggebende für die ethische Qualität einer Handlung. Und traditionell wird gesagt, wenn eine Handlungsweise aus Gier oder Hass oder Verblendung entspringt, gilt es als unheilsam oder ungeschickt. Und wenn eine Handlung aus den Gegensätzen entspringt, aus einem Geisteszustand von Nicht-Hass oder Liebe, die wir nachher genauer definieren müssen, Nicht-Gier, Gierlosigkeit oder Nicht-Verblendung entspringt, ist es eine heilsame oder geschickte Handlung. Also Handlungen, die aus diesen positiven Geisteszuständen entspringen, heißen in der altbuddhistischen Sprache Pali Kusala, was wortwörtlich geschickt ist. Es ist ein bisschen unglücklich, dass das schönere Wort heilsam benutzt wird zum Übersetzen. Das Wort heilsam ist gut, insoweit es nicht gut bedeutet, aber es ist kein so gutes Wort, weil geschickt und gekonnt die wortwörtlichen Übersetzungen von Kusala sehr wichtig sind für das Verständnis. Es bedeutet, dass ethische Handlungen eher wie die Handlungen eines geschickten, gekonnten Handwerkers sind. Die sind etwas, was man lernen kann. Die sind nicht angeboren. Es ist kein Zufall, ob man ethisch oder unethisch ist. Man kann daran arbeiten, genau wie man daran arbeiten kann, ein besserer Schreiner zu werden, ein besserer Goldschmied, ein tüchtigerer Uhrmacher, was es denn sein mag. Und gleichfalls die Handlungen aus Gier, Hass, Verblendung, die Akusla, ungeschickt, ungekonnt, wie die Handlungen eines schlechten Handwerkers. In diesem Fall würden wir sagen, na, vielleicht eines Handwerkers, der sich nicht bemühen möchte, seine Handlungen zu verbessern. Es lohnt sich vielleicht, die Worte ein bisschen genauer anzuschauen, die wir normalerweise mit Gier, Hass und Verblendung übersetzen. Wir nennen sie diese übrigens die drei Wurzeln des Übels und die drei Wurzeln des Leidens. Also Übles und Leiden sind sehr eng verbunden. Also erst in dieser Dreierreihe Gier, manchmal sagen wir neurotische Begierde. Und was wir damit meinen, ist, man begehrt etwas, aber eigentlich begehrt man es nicht. Damit will ich nicht besonders weise oder paradox klingen. Was ich meine, man begehrt auf der Oberfläche Schokolade, um ein primitives Beispiel zu geben, und was man eigentlich will, ist nicht das schöne, süße,
leckere, braune Zeug, sondern eigentlich Liebe. Also viele Leute kennen das. Oder man hat Sehnsucht nach einem neuen Wagen und es ist eigentlich Anerkennung oder ein Loch in einem selber, was man füllen möchte. Also es ist keine besonders tiefsinnige Psychologie, aber eine Binsenweisheit. Also das heißt, man begehrt etwas nicht für sich selbst, sondern für das, was es irgendwie indirekt erfüllen soll und nie tut. In dieser Hinsicht nennen wir es neurotisch, nicht in einem technischen Sinne. Also neurotische Begierde. Wenn man will, ist es eine traurige Begierde. Eine Begierde, die sozusagen zum Versagen verdammt ist. Und Hass, was ist mit Hass gemeint? Also ich werde nachher mehr dazu sagen. Es ist buchstäblich übles Wollen. Es kann extrem sein, dass man Mord wünscht, Grausamkeit, Leid für andere wünscht, bis zu den leisesten Regungen von einem leichten Ungemüt, leichte Irritation, was es denn sein mag, eine riesen Bandbreite. Und es hat mit Ablehnung von anderen Menschen zu tun. Letztendlich erlebt man andere Menschen eher als Objekte, möglicherweise lebendige, lebende, menschliche Objekte, aber Objekte, die zum Teil im Wege sind oder mich hindern in dem, was ich will. Oder nicht das tun, was ich will. Merken Sie das Wort will, was ich will. Und Verblendung in diesem Sinne, dass die Übersetzung ist nicht schlecht. Es ist ein Nicht-Sehen-Wollen. Die Dinge nicht sehen wollen, wie sie sind. Vielleicht haben Sie es selber nicht erlebt, aber sehr wahrscheinlich haben Sie es irgendwann in Ihrem Leben gesehen, wie irgendjemand, der total verliebt ist, einfach nicht wahrhaben will, dass in diesem Fall der geliebte Mensch ihn nicht gern hat. Also ich habe es schon gehört, aber ich liebe sie so sehr, sie muss mich zurücklieben. Also eine Verblendung. Einfach nicht wahrhaben, was die Dinge sind. Manchmal, in diesem Fall, ist es häufig viel subtiler als das. Es ist vielleicht offensichtlich, warum Akusala, das Ungeschickte, das Ungekonnte, unethisch genannt wird, unheilsam oder in lockeren, losen Übersetzungen schlecht, böse sogar. Aber immerhin lohnt es sich, das ein bisschen genauer anzuschauen. Nach der buddhistischen Tradition, wenn man ungeschickt handelt, das heißt, aus einem Geisteszustand, was von Gier mehr oder weniger geprägt ist, von Hass oder Übelwollen oder Ärger mehr oder weniger geprägt ist, oder von Unwissenheit, Verblendung mehr oder minder geprägt ist, das führt zu Leiden. Zum eigenen Leiden, zum Leiden in der Regel von anderen auch. Es ist nicht ein Automatismus. Es bedeutet nicht, dass wenn ich aus der Tür rausgehe und eine Katze trete, dass sofort ein Backstein auf meinen Kopf fällt oder sowas ähnliches. Das Modell ist nicht so simpel. Aber ich baue die Tendenzen in mir auf, Leiden zu erfahren. Die Art, wie ich ein bisschen, ich hatte nicht vor, besonders viel hierüber zu sagen, aber es wird gesagt, mehr oder weniger, alles, was einem geschieht im Laufe der Tage, ist es eher, wie ich darauf reagiere. Nehmen wir an, ich verletze mich. Die Tür fällt zu, mein Finger ist drin. Da ist schon ein Leid vom Finger. Der Finger tut weh. Aber wir kennen es vermutlich, wie es häufig mehr weh tut, wie ich mich darüber aufrege. Was ich damit anfange, mit dem verletzten Finger, im Gegensatz zum einfach akzeptieren, das Nötige tun und dann weitermachen. Und in gewissem Maße diese Art von, sagen wir, zusätzliches Leid bauen, sich zusätzliches Leid geben, ein negatives Geschenk, das ist ungefähr der Sinn, in dem man sich Leid schafft, indem man unethisch handelt. Es gibt auch andere Gründe, wir können möglicherweise später mehr dazu sagen, wenn Leute Interesse haben. Im Gegensatz dazu, wenn man geschickt handelt, stärkt man die Neigung, selber Glück zu erleben, glücklicher zu werden. Erst wieder im direkten Sinn. Es bedeutet nicht,
dass wenn ich irgendjemandem von einem Feuer rette, dass plötzlich ich im Lotto eine große Summe gewinne. Das ist es nicht. Obwohl in der populären Literatur aus China man solche Geschichten kriegt, auch ganze Bände voll, wo eine sehr direkte Zusammenfügung gegeben wird. Man hat all sein Geld so der alten Witwe gespendet und an der nächsten Seite sieht man ein Bild, man kriegt eigentlich von einem alten Sterbenden ein Vermögen. Also so wird es in dem populären Buddhismus dargestellt. Und manchmal ist es überhaupt nicht zu erkennen, was es sein soll. Aber es ist eher, wenn man will, die Tendenz, in Situationen, die leidvoll zum Beispiel sind, das Leid nicht zu vergrößern, sondern sehr reif damit umzugehen. Und in glücklichen Situationen nicht daran zu klammern, sondern sie zu genießen und wenn sie zu Ende sind, sie gehen zu lassen. In diesem Sinne ist Kusala, das Geschickte, auch, wenn man will, erstrebenswert. Aber es gibt auch einen weiteren Sinn, wenn man will, besonders buddhistisch, vom buddhistischen Standpunkt her, und zwar, indem man sich ethisch benimmt, indem man geschickte Handlungen durchführt, auf Grundlage von Großzügigkeit, selbstlose Liebe und Geistesklarheit, schafft man eine Fähigkeit, sich geistig zu entwickeln. Man bearbeitet den Geist in einem positiveren Sinne. Etwas ungenau gesagt, man bringt sich mehr in Harmonie mit den Dingen, wie sie wirklich sind, um eine alte Formel zu benutzen. Man fängt an, mehr zu handeln, wie ein Weiser handeln würde. Und im Gegensatz dazu, wenn man unethisch handelt, baut man Stolpersteine auf dem eigenen Weg. Man erschwert Meditation und Ähnliches. Aber es lohnt sich vielleicht, den Zusammenhang ein bisschen mehr anzuschauen. Besser gesagt, den Hintergrund kurz zu betrachten. Also machen wir einen Schlenker, der, glaube ich, nötig ist, zu dem Grundsatz des buddhistischen Gedankenguts. Wenn man will, die grundsätzlichste Anschauung des Buddhismus. Auf Sanskrit heißt es Pratitya-Samutpada und es wird ziemlich gut übersetzt als bedingtes Entstehen oder Entstehen in Abhängigkeit. Abhängig wovon? Was entsteht? Also wird gesagt, dass alles, was es gibt, ob Dinge, Geschehnisse, Prozesse, Gefühle, Ereignisse, was es denn sein mag, ob ein Stern, ein Molekül, ein Krieg, eine Liebe, egal was entsteht und vergeht, alles entsteht in Abhängigkeit von Bedingungen. Vermutlich denken schon einige, ja, na und? Und auf intellektueller Ebene ist das heutzutage, mindestens im Westen, sehr leicht zu akzeptieren. Auf intellektueller Ebene. Aber wenn man genauer hinschaut, das eigene Leben genauer hinschaut und die Art und Weise, wie man in gewissen Situationen reagiert, wird man merken, dass tief drin man sehr wahrscheinlich das nicht akzeptiert. Aber das ist möglicherweise eine Frage wert nachher. Aber der Satz, alles entsteht in Abhängigkeit von Bedingungen, bedeutet unter anderem, dass nichts, gar nichts Zufall ist. Es bedeutet nicht notwendigerweise, dass ich verstehe, warum Sachen entstehen, weil häufig ist es ein Netz, ein kompliziertes Netz von Bedingungen, die dazu führen, dass etwas entsteht. Also eine Übung, die wir manchmal machen, ist uns fragen, wie kommt es, dass ich hier in diesem Augenblick sitze? Und man fängt an, sich zu fragen, was für Faktoren waren da nötig? In diesem Fall halte ich den Vortrag, also ich habe eine Einladung bekommen. Und ich kann schon diesen Strang zurückverfolgen. Warum habe ich die Einladung bekommen? Na, die Frau Parson kennt mich von früher. Wieso kennt sie mich von früher? Wie waren die Begegnungen?
Unter anderem eine Voraussetzung dafür ist, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Warum bin ich nach Deutschland gekommen? Das hatte mit meinen buddhistischen Begegnungen zu tun. Warum bin ich überhaupt in Kontakt mit dem Buddhismus gekommen? Und so weiter und so fort. Und man hat nicht eine Kette, man hat ein Netz von Bedingungen. Und letztendlich geht es darauf zurück, dass ich überhaupt geboren bin. Und dass ich überhaupt in Kanada geboren bin, woher ich komme, und dass meine Eltern überlebt haben, lang genug, um mich zu zeugen. Und letztendlich gehen die Bedingungen zurück auf die Entstehung der Erde, des Sonnensystems und des ganzen Kosmos. Und bei allem, was man findet, wenn man anfängt, das zu analysieren, kommt man da zurück. Die meisten dieser Bedingungen sind trivial, im Sinne, die sind nicht wichtig, um, sagen wir, etwas jetzt zu ändern, im positiven Sinne oder in unserem Sinne zu ändern. Aber ich habe das nur erwähnt, weil Bedingtheit nicht so oberflächlich ist, wie es scheint. Nichts ist Zufall. Das bedeutet aber auch nicht, dass etwas Schicksal ist oder Gott gegeben. Bedingtheit ist auch eine Ablehnung des Schicksals, des Schicksalhaften. Nichts ist vorbestimmt. Bedingungen sind teilweise unter unserer Kontrolle. Und das teilweise unter unserer Kontrolle ist die ethische Dimension von Bedingtheit. Aber es gibt andere, wenn man will, Gattungen davon. Und es gibt Missverständnisse. Also erstens, die Bedingtheit ist nicht willkürlich. Ich gebe Ihnen ein Beispiel von dem, was willkürlich wäre. Ein Löwe und eine Löwin paaren. Wir wissen, wir können immer erwarten, dass wenn es Junge gibt, dass es Löwen sein werden. Das ist für uns offensichtlich. In einigen Kulturen, in früheren Zeiten, war das nicht offensichtlich. Wir finden es selbstverständlich, dass es immer Löwen sind und nicht morgen eine Ziege und übermorgen ein Backstein, die gezeugt werden. Das wären Beispiele von, sagen wir, ungesetzmäßig, ohne Regelmäßigkeiten. Also es gibt Regelmäßigkeiten in der Bedingtheit. Es ist nicht willkürlich. Das ist auch heutzutage, vielleicht nehmen wir das an, aber es ist nicht immer so gewesen, nicht immer so gewesen in Europa. Zum Beispiel im Hochmittelalter gab es mindestens in Teilen Europas der Glaube, dass Schlangen nicht aus den Paaren von anderen Schlangen entstanden sind, sondern von Haaren, die über Nacht auf dem Teich gelegen sind. Und so sind Schlangen entstanden. Wir finden das lächerlich. Aber das ist in gewissem Maße so ein Gedanke, ein Produkt von mangelndem Glaube an ein, wenn man will, an Bedingtheit. Also Entstehen in Abhängigkeit von Bedingungen geschieht nach Gesetzmäßigkeiten. Und nach einer wichtigen Tradition im Buddhismus unterteilt man diese Gesetzmäßigkeiten in fünf große Gattungen. Ich will nicht in Einzelheiten da gehen. Ich erwähne nur häufig die erste Gattung, die erwähnt wird, ist, was wir so physikalisch-chemisch nennen könnten. Zum Beispiel die ganz gewöhnlichen Gesetze, die man in der Schule und vielleicht später in der Physik und in der Chemie studiert. Ein Beispiel dafür, wenn man eine Lauge und eine Säure zusammenmischt, wenn ich mich an meine Chemie richtig erinnere, kriegt man immer Wasser und CO2 und nicht plötzlich ein Huhn oder irgendetwas anderes. So eine Gesetzmäßigkeit. Wenn ein Huhn entsteht, dann ist es so ein Zaubershow für das Fernsehen vermutlich. Also das ist so, und es gibt verschiedene Gattungen. Für unsere Zwecke, die wichtigste Gattung ist das, was wir locker die ethische Gattung nennen können. Und es wird die karmische Gattung genannt. Es ist die Gattung von Handlungen. Nicht von jeder beliebigen Handlung, sondern von gewollten Handlungen. Handlungen mit Absicht. Karma. Wie vermutlich viele wissen, bedeutet das Sanskrit-Wort Karma, in der Pali-Sprache ist es Kamma, wortwörtlich Tat oder Handlung oder Tun. Aber im Buddhismus hat es eine ganz spezifische Bedeutung in diesem Zusammenhang. Und zwar, es bedeutet gewolltes Handeln, beabsichtigtes Handeln. Es bedeutet nicht das Ergebnis, sozusagen die, es gibt andere Begriffe für die Früchte, für die Resultate von karmischen Handlungen, von gewollten Handlungen. Manchmal benutzen wir so fast eine Losung hierfür. Handeln hat Folgen. Handeln hat Folgen.
Was wir hiermit meinen, ist, dass Handeln, gewolltes Handeln, hat Folgen für den Handelnden. Nicht notwendigerweise die Folgen, die er wünscht, aber es hat Folgen für den Handelnden. Ich habe das Wort gewollt benutzt. Das ist nicht mit bewusst zu verwechseln. Das heißt, wenn ein Mensch völlig betrunken ist und irgendeine Tat, man kann sich vorstellen, irgendeine Tat eines Betrunkenen ausübt und am nächsten Tag sich überhaupt nicht erinnern kann, was es war, das ist trotzdem eine karmische Handlung, eine gewollte Handlung. Er hat vielleicht ein Fenster eingeschlagen, vielleicht irgendjemand angebrüllt, was es denn sein mag. Normalerweise denken wir negative Handlungen von einem Betrunkenen. Solche Handlungen, die haben Konsequenzen, auch wenn er sich nicht erinnern kann, auch wenn er nicht sehr bewusst dabei war. Aber ich sitze hier und ein Arzt nimmt seinen Gummihammer und schlägt unter meine Kniescheibe. Und aus Reflex geht mein Fuß hoch und tritt ihn irgendwo schmerzlich. Das ist keine karmische Handlung. Das war meiner Seite nicht gewollt. Das ist vielleicht ein sehr deutliches Beispiel, weil ich glaube, dass sogar physiologisch es überhaupt nicht über den Hauptteil des Hirns läuft. Ja. Es gibt auch ein Beispiel aus dem buddhistischen Kanon. Ein Mönch ist irgendwo zu einer Mahlzeit eingeladen. Und wie so häufig in Indien, es ist eine kleine Hütte, eine dunkle Hütte. Und er setzt sich hin. Er denkt einfach, ah ja, da sind so einige Lappen, ich setze mich hin. Und es war eigentlich ein Säugling in Windeln und er hat das Kind getötet. Und Leute haben den Buddha gefragt, war das Mord? Das heißt, war das so karmisch gesehen, Töten eines anderen Lebewesens? Und die Antwort war, na ganz klar, ist das Lebewesen tot. Aber es war kein Mord, weil es nicht beabsichtigt war in dieser Hinsicht. Also er hatte nichts gegen das Kind. Es hat aus einem anderen Grund karmische Folgen von Unachtsamkeit, aber nicht vom Töten. Und sowas ist mir fast passiert, weil ich bin einige Male in Indien gewesen, bei meinem zweiten Indienbesuch. Nach einem Vortrag war ich in einer armen Gegend, die meisten Buddhisten in Indien sind ziemlich arm, und bin zum Tee eingeladen und kam rein und wollte mich hinsetzen. Und die haben gesagt, nein, nein, nein. Und dann habe ich gesehen, es war ein Kind. Tatsächlich, also absolut realistisch. Und ich hatte nicht vor, das Kind zu verletzen. Bin ganz glücklich, dass sie mich rechtzeitig gewarnt haben. Also manche dieser Beispiele sind sehr realistisch. Zweitens, wenn wir von diesen gewollten Handlungen sprechen, das Wort klingt häufig, als ob ich irgendetwas mit meinem Körper tue, unternehme. Aber wir reden von den drei Toren von Handlungen. Tor im Sinne von Brandenburger Tor. Tor nicht im Sinne von Idiot. Ja? Also, und zwar die drei Tore sind körperliches Handeln. Das sind der Körper, die Rede und der Geist. Also es ist vermutlich ziemlich offensichtlich, dass was ich sage ziemlich große Wirkung haben kann. Wir können an negative Beispiele denken, Propaganda, Mobbing und solche Sachen. Kann auch sehr positive Auswirkungen haben, aber auch der Geist, was unser Denken und unser Fühlen eine sehr starke Auswirkung hat. Wenn ich von Geist spreche, trenne ich nicht die Emotionen und die Gedanken. Es ist interessant, in der ganzen buddhistischen Psychologie gibt es keine Wörter für Gedanken im Gegensatz zu Emotionen. Keine Wörter für Emotionen im Gegensatz zu Gedanken. Die sind immer gekoppelt, wenn man will, nach dem Prinzip, dass jeder Gedankengang eine emotionale Qualität hat, dass es kaum eine Emotion gibt ohne kognitiven Inhalt. Naja, manchmal ist der kognitive Inhalt ziemlich unklar und wirsch, aber immerhin, es gibt das. Vielleicht ein weiteres sehr wichtiges Wort ist, wenn jede gewollte Handlung hat eine Wirkung, hat, wenn man will, eine Rückkopplung. Jede gewollte Handlung hat eine Folge, eine Konsequenz für den Handelnden. Es hat eine Rückkopplung auf den Geist und manchmal über andere Menschen gibt es auch eine Rückkopplung. Wir haben so Äußerungen, wie es geschieht dir recht oder selbstverständlich passiert sowas, wenn du andere Menschen so behandelst. Das sind offensichtliche Beispiele, wo es nicht nur über den Geist passiert. Aber sehr häufig wird die falsche Schlussfolgerung gezogen, und zwar, dass alles, was mir passiert, alles, was mir geschieht,
ein Produkt von Karma ist, ein Produkt von meinen Handlungen. Wenn man darüber nachdenkt, folgt es nicht notwendigerweise davon. Alles, was ich gewollt tue, hat eine Konsequenz, aber nicht alles, was mir passiert, ist ein Produkt meines Handelns. Es gibt diese andere Gattungen von Konditionalität, von Bedingungen. Sachen können mir passieren, einfach weil ein Backstein vom Gebäude fällt, weil es nicht saniert worden ist. Das hat viel mehr mit der Schlampigkeit des Hausmeisters zu tun oder mit einem Gewitter oder sowas anderes. Sachen können passieren, wenn man will, aus physikalischen Gründen, aus chemischen Gründen, aus biologischen Gründen. Es gibt so ein klassisches Beispiel, was gegeben wird, eine Erkältung. Man kann eine Erkältung bekommen, ja, aus psychosomatischen Gründen, wenn man will, aus karmischen Gründen. Man kann eine Erkältung bekommen, weil man infiziert ist. Oder weil man hauptnackt in der Kälte rumgelaufen ist. Es kann ganz andere Arten von Begründungen geben dafür. Also zurück wieder zu Gier, Hass und Verblendung und zu den Gegensätzen. Zu Kusala und Akusala, zum Geschickten und zum Ungeschickten. Und es ist der Geist, der in einem geschickten Geisteszustand ist, oder der Geist, der ungeschickt ist. Und in diesem Sinne übertragen wir den Wert und sagen, ja, diese Handlung war geschickt oder ungeschickt. Das ist eigentlich eine Kürzel dafür, der Geist war in so einem Zustand. Und wie ich vorher erwähnt habe, letztendlich, wenn man ungeschickt handelt, führt es zunehmend zu Leid, zu Leiden. Und wenn man geschickt handelt, führt es zunehmend zu Glück. Das ist nicht nur Theorie. Es ist die Erfahrung, die ich gemacht habe über, würde ich sagen, jetzt 25 Jahre, 30 Jahre des Ausübens des Buddhismus. Und würde ich sagen, auch ist es die Erfahrung all meiner Freunde, die Buddhisten sind, dass es tatsächlich stimmt. Indem man versucht, ethischer zu leben, wird man glücklicher. Es ist, wie gesagt, es ist keine simple Gleichung. Eine nette, gute Tat, eine nette, gute Belohnung. So funktioniert es nicht. Es ist eher eine Tendenz, eine Neigung. Wenn man will, eine Furche in eine gewisse Richtung. Aber vom buddhistischen Standpunkt her noch wichtiger, im Sinne von Glück produzieren, ist es, hilft bei der persönlichen Entwicklung. Wie einige vermutlich wissen, im Buddhismus spricht man häufig von einem Pfad oder von einem Weg. Oder genauer gesagt, gibt es viele verschiedene Wege, die im Buddhismus ausgelegt werden. Es gibt Wege mit 5 Schritten, mit 6 Schritten, mit 8 Schritten, mit 37 Schritten und. Aber letztendlich sind sie alle Auslegungen eines grundsätzlichen, grundlegenden Pfades, des sogenannten dreifältigen Pfades. Ethik, Meditation, Weisheit oder Erkenntnis. Ethik, Meditation und Weisheit. Und Ethik ist die Grundlage. Wieder ist es nicht eine simple Leiter, wo man erst unbedingt Ethik üben, ausüben muss, bevor man meditieren kann. Es ist eher, wenn man Meditation voll entwickeln will, ist es nötig, Ethik zu üben. Die meisten von uns erleben, auch ohne die Frage von voll entwickeln, wenn man sich Mühe gibt, ethischer im Alltag zu üben, gelingt es einem die Meditation besser. Vielleicht andersrum gesagt, die Ethik, wenn man versucht, ethisch zu leben, das ist eher so extensiv. Wenn man der ein bisschen verdünnt durch den Alltag, arbeitet man im Geist. Man setzt sich auf den Meditationskissen und es ist konzentriert, wie ein Destillat von positiven Geisteszuständen, die man zu pflegen versucht. Und in dieser Hinsicht ist die buddhistische Ethik eine Instrumentalethik. Es ist ein Mittel, es ist nicht ein Selbstzweck im Buddhismus. Im Buddhismus ist die Ethik ein Mittel, damit man auf dem Pfad vorankommt. Aber es hat auch eine Rückkopplung, weil je weiter man auf dem Pfad kommt, je mehr man sich in den anderen Bereichen des Pfades bemüht, desto, ich zögere ein bisschen, aber ich sage es trotzdem, desto leichter kommt die Ausübung der Ethik. Desto tiefer versteht man, was Ethik ist, und desto wahrscheinlicher ist es, dass man tatsächlich großzügig und liebevoll handelt.
die Vermeidung oder die Minderung von Gier, von Hass, von Verblendung. Die Entwicklung von Großzügigkeit, Liebe, Wissen und Erkenntnis. Das sind Prinzipien, ethische Prinzipien. Aber wir leben im Alltag. Und wenn ich die Straße entlang gehe in einer großen Stadt, also heute Morgen war ich in London, musste vom Bahnhof A bis zum Bahnhof B, Leute in Geschäfte hinein und so weiter. Man kann nicht in jede Situation einfach denken, aha, Gier, Hass und Verblendung vermeiden. Das bedeutet in dieser Situation, dass ich das nicht tue und das tue. Man kann das überlegen, wenn man, sagen wir, eine schwierige Situation vor sich hat und man hat Zeit zu reflektieren. Und das kann sehr gut sein. Aber in, sagen wir, in der Hitze des Gefechts, des Alltages, braucht man etwas handgreiflicher. Und dafür im Buddhismus hat man Richtlinien, die wir Vorsätze nennen. Es gibt Listen. Der Buddhismus liebt Listen aus ganz praktischen Gründen in einer, wenn man will, vorschriftlichen Kultur. Es gibt Listen von 5 ethischen Vorsätzen. Eine Liste. Von 8. Von 10. Eigentlich 2 Listen. Und bis eine Liste von 200, glaube ich, 62. Die sind Vorsätze. Sie sind nicht Gebote. Die sind nicht Befehle von einer höheren Instanz. Man wird nicht von einer Instanz bestraft, wenn man sie nicht einhält. Die beschreiben eher die natürliche Art, wie ein Erleuchteter sich benimmt, wie er handelt. Wir sagen auch, die beschreiben einfach ein Leben im Einklang mit dem Universum, im Einklang mit der Gesetzmäßigkeit von dem, was es gibt. Also ich lese in deutsche Übersetzung einfach die von der kürzesten Liste, die traditionelle 5 Vorsätze. Sie sind in negative Formulierung. Und ich nehme den Schulungsgrundsatz an, die Verletzung von Lebewesen zu unterlassen. Ich nehme den Schulungsgrundsatz an, das Nehmen des Nichtgegebenen zu unterlassen. Merken Sie, nicht bloß nicht zu stehlen, das Nehmen des Nichtgegebenen zu unterlassen. Drittens, ich nehme den Schulungsgrundsatz an, sexuelles Fehlverhalten zu unterlassen. Ich nehme den Schulungsgrundsatz an, unwahre Rede zu unterlassen. Und ich nehme den Schulungsgrundsatz an, die Einnahme von Getränken und Drogen, die den Geist trüben, zu unterlassen. Und es gibt auch positive Gegensätze dazu. Traditionell häufig nur durch Einzelworte dargestellt, aber in der buddhistischen Bewegung, in der ich aktiv bin, haben wir sie sozusagen voll ausgefeilt in Sätzen. Also im Gegensatz zu Lebewesen verletzen oder töten, mit Taten liebevoller Güte läutere ich meinen Körper. Im Gegensatz zum Nehmen des Nichtgegebenen, mit großmütiger Hingabe läutere ich meinen Körper. Im Gegensatz zu sexuellem Fehlverhalten, mit Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit. Im Gegensatz zu unwahrer Rede, mit ehrlicher und wahrhaftiger Sprache. Und im Gegensatz zu Einnahme von betrübenden Stoffen, mit hellwacher Achtsamkeit. Wenn man darüber nachdenkt, kann man wirklich sagen, dass ich immer Taten liebevoller Güte ausführe, nur das, immer großmütig und großzügig bin, immer still, schlicht, genügsam, immer ehrlich und wahrhaftig und immer hellwach und achtsam? Nein. Bedeutet das dann, dass ich ein Sündiger bin? Glücklicherweise nicht, obwohl ich am letzten Tage sehr interessante Gespräche mit einem ehemaligen Opus Dei-Mitglied hatte, der andere Meinung war. Okay. Aber es bedeutet, dass ich nicht 100% ethisch bin. Und nach buddhistischer Auffassung ist das der Normalzustand. Abgesehen von vollkommen Erleuchteten, perfekt Erwachten, ist niemand vollkommen ethisch. Und das ist in Ordnung. Solange er wie ein guter Handwerker versucht, seine Ethik zu verbessern. Also man hat eine Skala. Und wir sagen manchmal in der Praxis, niemand lebt so tugendhaft, dass er es nicht verbessern kann. Niemand
lebt so schlecht, dass es unmöglich ist, noch schlechter zu werden, wenn er nicht vorsichtig ist. So schauen wir jetzt etwas genauer den ersten Vorsatz an. Da ich sowieso gesagt habe, ich würde Gewaltlosigkeit reden und Ethik im Buddhismus. Den Schulungsgrundsatz, die Verletzung von Lebewesen zu unterlassen. In der Pali-Sprache, die häufig im Buddhismus benutzt wird, ist das Wort, das benutzt ist, Panatipata. Und es bedeutet, locker gesagt, töten. Es bedeutet eigentlich so das Ende von atmenden Lebewesen. Pana ist dasselbe Wort wie Prana in diesem Zusammenhang. Es sind atmende Lebewesen, die man tötet. Aber es wird normalerweise im übertragenen Sinne verstanden. Nicht nur töten, jede Form von Gewalt. Nicht nur körperlichen Gewalt. Und deshalb wird es häufig so gekürzt einfach als Ahimsa oder Avihimsa, was interessant ist. Und Ahimsa, wie vermutlich die meisten wissen, bedeutet Gewaltlosigkeit, Abstehen von Gewalt. Himsa ist Gewalt und es ist negativ. Vihimsa ist Grausamkeit. Im Sinne von Genuss an dem Leiden eines anderen. Also Avihimsa ist dann noch stärker. Der, wenn man will, der deutsch-amerikanische Yoga-Gelehrte Georg Feuerstein beschreibt Hinkse als die Absichten, einem anderen Schaden zuzufügen. Also du willst, dass irgendjemand anders leidet. Das ist nicht immer dasselbe wie du genießt das Leiden. Es kann sein, dass du ein Gefühl hast, von gerecht ist es gerecht, wenn er leidet. Er soll büßen für das, was er mir angetan hat. Ohne, dass du wirklich Genuss an den Schmerzen hast. Aber letztendlich wird es verstanden als jede, buchstäblich jede Form von Gewalt, ob körperlich oder nicht körperlich, und auch von den Ursachen. Jede Form von Gewalt, von Hass, von Übelwollen, von Ablehnung sogar und Abneigung letztendlich. Und der Gegensatz dazu, was wir hier übersetzt haben aus Taten liebevolle Güte, in Pali ist es Metta, auf Sanskrit Maitri, Worte, die von Freund kommen, von dem Wort für Freund. Und wortwörtlich ist es Freundlichkeit, aber die Wortwörtlichkeit ist irreführend in diesem Zusammenhang, weil in unseren Sprachen Freundlichkeit ein ziemlich schwacher Begriff ist. Und Maitri deutet nicht auf eine schwache Emotion. Sie wird manchmal dann als allgegenwärtige Liebe oder bedingungslose Liebe oder Allliebe übersetzt. Versuche zu deuten, wie stark, wie mächtig dieses Gefühl ist letztendlich. Sie ist, wenn man will, die bedingungslose Akzeptanz anderer Lebewesen qua Lebewesen. Der Gegensatz zu anderen Lebewesen als Objekte zu sehen oder zu benutzen. Und wird traditionell gesehen als die Grundlage für alle positiven Emotionen. Wenn man will, die grundsätzlichste, grundlegendste positive Emotion. Und als die Grundlage für Mitgefühl und Mitfreude und auch die notwendige Grundlage für jede Form von gesunde Gleichmut. Der Gleichmut ist nicht mit Gleichgültigkeit zu verwechseln. Wird gesagt, dass wenn man wirklich eine innere Stille und Ausgeglichenheit entwickeln will, dann ist es nötig, als Stufe dafür eine bedingungslose Liebe zu entwickeln. Wir haben ein sehr schönes Wort auf Englisch hierfür. Es gibt keine genaue deutsche Übersetzung. Es ist eher cherishing, ein Umsorgen. Man schätzt und liebt etwas und man gibt sich Mühe, dass es diesen Menschen gut geht. Es ist einem ein Herzensanliegen. Vermutlich sind die meisten von uns im Raum hier damit einverstanden, dass es erstrebenswert ist, Gewalt zu mindern, ob äußere Gewalt in der Gesellschaft oder die eigenen Neigungen zu Gewalt, egal wie schwach oder stark, zu Übelwollen oder ähnlichem. Aber warum? Was ist mit Gewalt falsch? Warum soll ich nicht gewalttätig handeln? Der Buddhismus argumentiert für der normale Mensch,
für die überwiegende Mehrheit der Menschen, man kann sogar sagen, für jeden normalen Menschen, ist das Leben das höchste Gut, ist das Letzte, was man verlieren will. Ist es das, was wir verteidigen. Wir sind bereit, Lösegeld zu zahlen, damit wir leben können. Auch sind wir bereit, schlechte, sogar miserable Bedingungen zu ertragen, damit wir am Leben bleiben. Und wenn ich jemanden töte, tue ich das, was er am allerwenigsten will. Wenn ich jemanden töte, tue ich das, was er mit allen Mitteln verhindern will. Sein Leben zu nehmen bedeutet, dass ich meinen Willen gegen seinen Willen durchsetze. Dass ich meinen Willen auf Kosten seines Willens durchsetze. Und zwar im höchsten Grade, wenn es darum geht, ihn zu töten. Weil es gegen seinen Willen ist, muss ich Gewalt einsetzen. Einfach per Definition. Er wird sich wehren. Ich muss Gewalt einsetzen. Und weil es sein höchstes Gut ist, muss ich die größtmögliche Gewalt einsetzen, damit ich sein Leben nehmen kann. Es ist nicht nur Töten, was gegen den Willen eines anderen ist. Auch Raub, Vergewaltigung, Ausbeutung, Foltern, auch kleine Schläge, auch Verleumdung, auch bissige Bemerkungen. Wie viele von uns wollen bissige Bemerkungen hören, die gegen uns gerichtet sind? Ist in diesem Sinne gegen unseren Willen. Wir beschreiben es auch manchmal so, wenn ich Gewalt ausübe, verleugne ich die Solidarität, meine Solidarität mit allen anderen Menschen, mit allem, was lebt. Das ist etwas, was man nicht beweisen kann. Wenn man will, ist das ein Axiom, ist das ein Gegebenes vom buddhistischen Standpunkt. Und ich stärke meinen Egoismus. Es ist nicht ein gesundes Selbstgefühl, was ich stärke. Es ist ein Egoismus im Sinne von selbstzentriert, selbstsüchtig sein, was ich stärke. Jedes Mal, dass ich Gewalt ausübe. Ich enge mich psychisch ein. Und durch die Praxis des Buddhismus merken wir es tatsächlich, wenn wir so eher in übelwollende Handlungen verfallen, merken wir, wie wir immer abgekapselter werden. Ein Gefühl von Getrenntsein. Es hat also eine einengende psychische Wirkung. Und in der traditionellen buddhistischen Kosmologie wird gesagt, durch Gewalt, besonders durch Töten und Mord, wird man in einer Hölle wiedergeboren. Im Buddhismus gibt es keine Hölle, es gibt mehrere Höllen. Nicht für alle Ewigkeit, du wirst in eine Hölle wiedergeboren, genau wie du hier wiedergeboren werden kannst, oder in einem Himmel. Es gibt nicht einen Himmel, es gibt sehr, sehr viele. Ich kann mich nicht erinnern, genau wie viele. Und man stirbt auch im Himmel und man stirbt auch in der Hölle und wird wiedergeboren. Sehr traditionell gesehen. Aber es wird auch psychisch gesehen. Die Hölle ist der Zustand von einem, der Angst hat, von einem, der misstrauisch ist, der paranoid, der möglicherweise geisteskrank ist, einer, der geistig leidet, der das Gefühl hat, er ist von Feinden umzingelt, sein Leben ist in Gefahr. Und es wird gesagt, dass der Mörder in der Hölle lebt, in diesem Zusammenhang. Und ganz praktisch gesehen ist, Leute, die Gewalt ausüben, wer will sie als Freund haben? Leute haben Angst vor einem, der Gewalt ausübt. Traditionell wird es gesagt, dass Gewalt nur aus einem Geisteszustand entsteht, aus einem Geisteszustand von Übelwollen. Es ist sehr interessant, in der nicht zu Lebzeiten des Buddha, aber später gab es viele Diskussionen, ob es möglich sei, einen gerechten Mord durchzuführen, sowas wie einen Tyrannenmord. Die Diskussion wurde immer skurriler teilweise, aber in der Theravada-Schule des südostasiatischen Buddhismus ist es nur untersucht worden für Mönche und gesagt worden, nein, es ist immer, egal aus welchen guten Motiven ein Mönch glaubt, irgendjemanden, einen Tyrann umzubringen, letztendlich um die Tat
durchzuführen, muss mindestens momentan ein Aufflackern von Hass kommen. Sonst kann er ein anderes Lebewesen nicht umbringen. Und wenn man es bedenkt, normalerweise entsteht Töten aus Hass oder Rachedurst oder aus Angst oder aus Gier. Aber wir, vermutlich keiner von uns, hat Totschlag oder Mord ausgeübt. Keiner will es. Aber es kann immer sein, dass eine hier so Mobbing ausgeübt hat. Oder Neid oder Eifersucht. Ressentiments pflegt. Leute geschimpft hat oder über die Bahn geschimpft hat. Über die Politiker, über das Fernsehen, über die Lehrer, über seinen Steuerberater, über FlyBE, mit der ich heute geflogen bin, oder über den Wetterdienst, weil sie es wieder falsch hatten, über den Ehemann, über die Schwiegermutter, über. Wut, leichte Wut, leichte Ärger, vielleicht ein bisschen rücksichtslos mit Leuten umgegangen ist, das sind alle Formen von Gewalt. Ja, die sind nicht auf derselben Stufe wie Massenmord. Es gibt eine Skala und man kann auch sagen, wenn der Unterschied in Intensität wirklich groß genug ist, hast du auch einen Unterschied in der Qualität. Aber nichtsdestotrotz ist die buddhistische Tradition, sei vorsichtig. Die Gefühle von Wut können sehr leicht zu wütender Rede folgen. Sogar, ich glaube, der erste buddhistische Vortrag, den ich von einem Mönch in Indien gehört habe, war sehr simpel vor nicht gebildeten Laien und er hat so einen Vortrag gehalten. Hüte dich vor üblen Gedanken. Die führen zu üble Rede, die führen dazu, dass du einen Stock in den Hand nimmst und schlägst und führen dazu, dass du irgendjemanden umbringst. Auch wenn das naiv formuliert ist, ist es ein Pfad, der tatsächlich, obwohl vermutlich eher wie Wirtschaftswachstum mit so einer Kurve, stattfindet. Aber weiterhin, in der buddhistischen Tradition geht es nicht nur darum, Gewalt zu mindern und vermeiden gegenüber anderen Menschen, auch gegenüber Tieren, gegenüber allen fühlenden Lebewesen, gegenüber Panna, gegenüber atmenden Lebewesen. Und ist die Frage, naja, wenn ich ein Tier umbringe, um zu essen, tue ich das aus einem Geisteszustand von Hass oder Übelwollen? Und ich habe eine sehr klare Erinnerung aus die Zeit, zur Zeit, als ich geangelt habe. Ich war 11, 12, 13. Und als es dazu kam, die Fische tatsächlich zu töten, und ich kann mich wirklich erinnern, ich musste wirklich eine Art fast Hass auf den Fisch in mir aufbringen. Auf einen Fisch? Hass auf einen Fisch? Um den Kopf einzuschlagen. Und ich habe mit 22 auf einem Kibbutz in Israel einen Monat lang gearbeitet. Und ein Tag, ein schrecklicher Tag, musste ich mit den Hühnern arbeiten, die wirklich dumme Viecher sind. Und Teil meiner Aufgabe war, so einigen in den Haus umzudrehen. Und da habe ich es wirklich so, kam ich in den Bereich von Hass, um das zu tun. Und das ist, soweit ich es verstanden, überhaupt nicht ungewöhnlich. Aus diesem Grund gibt es die Tradition von Vegetarismus im Buddhismus. Nicht unter allen Buddhisten, aber das ist auch ein kontroverses Thema heutzutage. Okay. Warum also das Positive, warum Maitri oder Metta, diese liebevolle Güte, die emotionale Positivität? Naja, genau aus umgekehrten Gründen. Die Maitri hat auch eine psychische, emotionale Wirkung. Ich kann es nur beschreiben als eine Öffnung des Herzens. Und dieses Bild ist ein sehr gutes Bild. Es ist, was viele von uns erleben. Das Bild beschreibt, was man fast körperlich erleben kann durch die Praxis von Metta oder Maitri. Man spürt seine Solidarität mit anderen Menschen, nicht wie auf einer politischen Demo, sondern als ob es selbstverständlich wäre und eine sehr schöne Sache. Die Grenzen werden, was kann ich sagen, gesünder, ohne dass die persönlichen Grenzen überrannt werden von anderen Menschen, anderen Psychen. Es ist, als ob die Grenzen im Sinne von Verteidigungslinien runtergehen, mindestens teilweise, mindestens für eine kurze Zeit.
Der Egoismus wird etwas schwächer, mindestens für eine kurze Zeit. Und andere Menschen haben mehr Vertrauen. Die fühlen weniger Angst gegenüber einem Menschen, der sich Mühe gibt, der mindestens versucht, aus Liebe zu handeln, statt aus Mut. Ich kann nicht versprechen, dass Sie glücklich werden, indem Sie Metta üben. Aber ich kann sagen, Sie werden glücklicher. Es ist eine Bewegung, eine Tendenz. Es ist nicht ein Allheilsversprechen. Und es bringt mit sich eine Hauch Einsicht. Es gibt ein Bild im späteren Buddhismus, was sich sehr schön ausdrückt. Und das Bild heißt Indras Netz. Indra in diesem Zusammenhang ist Indra der Götterkönig. Ein bisschen wie Zeus oder Jupiter. Also nicht allzu hell, nicht allzu dumm. Ja, hat gern so seine kriegerische Tätigkeit, obwohl er auch eine Neigung zum Buddhismus hat. Und er liebt die Schönheit. Und er hat ein Netz, ein Zaubernetz. Und dieses Netz besteht aus Juwelen. Aus funkelnden, farbigen Juwelen, Lichtjuwelen. Und die Juwelen sind mit allen anderen Juwelen verbunden durch Lichtstrahlen. Und dieses Netz überspannt den Himmel. Ein Netz aus Juwelen, die durch Lichtstrahlen verbunden sind. Und kein Lichtstrahl blockiert einen anderen Lichtstrahl. Und so wird gesagt, so ist eigentlich der Kosmos, wenn man ihn richtig sieht, wenn man ihn durch ein Auge von tatsächlich grenzenloser Liebe sieht. Aber es lohnt sich, wieder ein bisschen nüchterner zu werden und die Details wieder anzuschauen. Teilweise wiederhole ich, teilweise fasse ich zusammen, Negativität, hassbasierte Negativität. Wie erwähnt, jede Form von Gewalt, körperliche Gewalt und nicht körperliche Gewalt, einschließlich Töten. Es schließt auch, wenn man will, verbundene Tätigkeiten ein, sprich Herstellung und Vertrieb von Waffen. Das kann nur so in Verbindung mit Gewalt laufen. Erpressung. Hiermit meinen wir nicht so sehr die räuberische Tätigkeit, das ist vermutlich für die meisten von uns nicht sehr relevant, sondern emotionale Erpressung, häufig in der Familie, häufig unter Freunden oder Bekannten. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal, dass ich sehr deutlich gesehen habe, war am Tisch während einer Yoga-Konferenz. Nicht hier, ich sage nicht wo, aber in Deutschland. Ja. Sehr ähnlich, Schuldgefühle erzeugen, um irgendetwas zu gewinnen. Jede Form von Manipulieren, das bedeutet, gegen den Willen eines anderen Menschen, bringt man ihn dazu, etwas zu tun. Manipulieren. Und in Sprache, verletzende Sprache, verleumderische Sprache, Sprache, die Zwiespalt sät. Und innerlich Ressentiment und Neid. Eine, woran Leute häufig nicht denken, wenn man versucht zu verhindern, dass irgendjemand sich spirituell oder menschlich oder emotional entwickelt, das gilt als eine besonders schlimme Form von Gewalt auszuüben. Wenn man verhindert, dass ein Mensch, wenn man will, menschlicher wird. Die zweite und dritte Vorsätze, die ich vorgelesen habe, über das Nicht-Gegebene nehmen, das ist auch eine Form von Gewalt. Wenn irgendjemanden uns etwas nicht gibt und ich es nehme, das ist gegen seinen Willen. Da ist Gewalt, ob implizit oder ausdrücklich das will. Und sexuelles Fehlverhalten. Ich erwähne nur in dem altbuddhistischen Kontext, es wird heute sehr diskutiert, was es zu bedeuten hat, aber in der altbuddhistischen Kontext wurden drei Formen von sexuellem Fehlverhalten aufgeführt. Ehebruch, Vergewaltigung und die dritte Form, gewissermaßen Kinderraub, also Entführung. Mit Vergewaltigung ist es ziemlich offensichtlich, weshalb das Gewalt ist. Aber die anderen zwei. Man muss an eine traditionelle Gesellschaft, wie Altindien war und teilweise Indien noch ist. Man redet von den Handlungen eines Mannes in diesem Zusammenhang. Wie kommt ein Mann überhaupt an eine Ehefrau? Indem er mit dem Ehemann und der Familie befreundet ist. Und er missbraucht und verrät die Freundschaft, um Ehebruch zu begehen. In diesem Fall begeht er auch so eine Gewalt gegen die Familie.
und auch Entführung, in diesem Fall einem Minderjährigen, ähnlich. Er kommt nur in Kontakt mit dem Minderjährigen, indem er mit der Familie befreundet ist. Also in gewissem Maße Verrat eines positiven menschlichen Verhältnisses ist auch eine Form von Gewalt. Wenn man das Positive anschaut, liebevolle Güte und Großzügigkeit, gibt es eine Riesenskala von positiven Taten, von Helfen. Einfach helfen. Man kann jemandem helfen, ein Paket so in den Bus zu tragen. Es klingt banal, aber es ist eine ethisch positive Handlung. Man kann jemandem helfen, wenn er irgendetwas fallen gelassen hat. Bis durch zu Leben retten und Leben geben. Das ist endlose Möglichkeiten zum Helfen. Geben. Man kann Materielles geben. Man kann so einen spirituellen Weg auslegen, jemandem helfen, sich zu entwickeln. Im Buddhismus besonders wichtig, nicht das Höchste, aber besonders wichtig ist das Geschenk der Furchtlosigkeit. Wenn man imstande ist, anderen Zuversicht zu geben, Selbstvertrauen zu geben, gilt das als besonders positiv. Und man kann vermutlich leicht verstehen, warum das besonders geschätzt wird. Ebenfalls, wenn man Leute dazu bewegen kann, einfach inspiriert zu werden. Dankbarkeit ausdrücken. Und dann gibt es verschiedene Formen von, wenn man eine liebevolle Rede, die sind auch Formen von Helfen und Geben. Einfach liebevolle Worte. Wahrhaftige Rede an sich. Und Rede, die Harmonie stiftet. Lob. Ehrlicher Lob, selbstverständlich. Nicht Heuchelei. Und auch der Gegensatz zu anderen Kindern in ihren spirituellen Versuchen ist, anderen zu helfen. Aber es wird gesagt, sei aber vorsichtig zu glauben, dass du weißt, was dieser oder jeder Mensch braucht in seinem Versuch, sich zu entwickeln. Unterstütze einfach, indem du hilfreiche Bedingungen schaffst. Manchmal ist es so banal als Geld geben. Und noch grundsätzlicher, sei einfach nicht im Wege. Manchmal das Beste, was man tun kann, ist, die Person in Ruhe zu lassen, damit sie selber entscheidet, was sie tun will. Aber was tun, was üben? Teilweise habe ich Vorschläge gemacht. Also erstens, wenn man versuchen will, immer gewaltfreier zu leben, immer liebevoller zu sein, erstens, versuchen, einfach das versuchen, wenn man will, bewusst versuchen, diese Qualitäten zu pflegen. Die Grundlage dafür ist Achtsamkeit, Geistesgegenwart. Hier hängen diese Vorsätze zusammen. Ich habe aus fünften Vorsatz erwähnt, hellwache Achtsamkeit oder negativ formuliert, die Einnahme von Getränken und Drogen, die den Geist trüben, zu unterlassen. Das heißt, wenn man tatsächlich versuchen will, weniger Hass, weniger Übelwollen, weniger Gewalt, mehr Zuneigung, mehr hilfreicher und so weiter zu sein, muss man bewusst genug, geistesgegenwärtig genug, das heißt Rausch vermeiden, egal wie sehr man Bier genießt oder Wein und so weiter. Es ist nicht, weil der Wein böse ist, es ist eher, was tue ich, wenn ich zu viel getrunken habe davon. Und wenn man will, noch wichtiger als das, ist die Überzeugung, wenn man nicht glaubt, dass es sich lohnt, gewaltfreier zu werden, wird man es nicht tun. Wenn man nicht glaubt, dass es sich lohnt, mehr Metta und Maitri zu pflegen, zu entfalten in sich, wird man es einfach nicht tun oder nur halbherzig. Und es ist sehr nützlich, wenn man sich selber überzeugen, nicht überreden will, ist es nötig, darüber nachzudenken, zu reflektieren. Was glaube ich? Warum? Wie will ich handeln? Zu klären, mit anderen zu klären, zu diskutieren. Weiterhin gibt es die Praxis, eine Metta-Praxis, eine Maitri-Praxis, die Meditation der sogenannten Metta-Bhavana, die wir morgen am Ende der Yoga-Phase, für diejenigen, die morgen Vormittag kommen, die wir üben werden. Und in dieser Meditation, ganz systematisch, fängt man an, diese Qualität von Metta zu pflegen.
Ich habe es ein bisschen allgemein gelassen, aber wenn man will, die Hauptfacetten dieser positiven Emotionen sind eine menschliche Wärme und Wohlwollen, gutes Wünschen. Merken Sie, es ist der direkte Gegensatz. Also Hass wird definiert als übles Wünschen, Übelwollen. Und der Kern von Maitri, von dieser, wenn man will, allgegenwärtige Liebe ist, positives Wünschen für Leute, für sich selber und für andere. Und es schließt ganz praktische Sachen ein, wie Gesundheit wünschen, dass man genug zu essen hat und auch, dass Leute glücklich sind und dass sie sich entwickeln. Und Metta ist nicht nur etwas, was man in der Metta-Bhavana, in der Meditation auf dem Kissen übt, es ist etwas, was man im Alltag ausüben kann. Wenn man es auf dem Kissen macht, ist es leichter, sich zu erinnern, das im Alltag zu machen. Es ist nicht nur ein Geisteszustand, es sind auch tatkräftige Handlungen. Weiterhin, wenn man versuchen will, gewaltfreier und liebevoller zu leben und handeln, ist es sehr hilfreich, positive, fördernde Bedingungen zu wählen und zu schaffen, negative Bedingungen zu vermeiden. Das heißt, es bedeutet, realistisch zu sein, mit welchen Menschen man einen Umgang pflegen kann. Zuzugeben, ich bin möglicherweise emotional nicht fortgeschritten oder stark genug, unter den wirklich Böswilligen zu gehen, ohne dass ich selber innerlich zusammenbreche in dieser Hinsicht. Es ist ein Ehrlichkeits-, nicht ein Armutszeugnis. Und Zeit in sehr positiven Umgebungen zu verbringen. Ich war die letzte Woche auf einem buddhistischen Studienseminar in Ostengland gewesen, wo ich häufiger bin. Ein Haus, das ich sehr, sehr gern habe, was über die letzten 30 Jahre eine, wie kann man das beschreiben, eine ganze Ambiente von Freundschaft aufgebaut hat, von Freundlichkeit, von Zuneigung. Ich kam verspätet an, es hat Schwierigkeiten mit der Hinfahrt gegeben, mit einer anderen Gesellschaft, mit einer Eisenbahngesellschaft. Und ich wurde sofort begrüßt, hier, wir nehmen dein Gepäck, wir machen das Bett für dich und so weiter. Kleinigkeiten, die nicht klein sind, die sehr viel ausmachen. Und viertens, positive Gewohnheiten aufbauen. Das heißt, man weiß intellektuell, man ist vielleicht überzeugt, dass es sich lohnt, großzügig zu sein. Man steht morgens auf, es ist ein grauer Tag, man fühlt sich überhaupt nicht großzügig. Nichtsdestotrotz, die Überweisung für UNICEF auszufüllen oder dem Bettler etwas zu geben oder irgendjemandem zu helfen. Das heißt, man darf nicht warten, bis das Herz sagt, ja. Man muss manchmal so vor dem Herz handeln und dann kommt das Herz nach. Es bedeutet auch negativ gesehen, sich Mühe zu geben, so keine, also spitze Bemerkungen zu fallen zu lassen. So, ich bin in einer Kultur groß geworden, also Subkultur, wo schlagfertige Rede ein sehr hohes Wert hatte. Und wenn man allmählich merkt, dass schlagfertige Rede im Allgemeinen bedeutet, dass du ziemlich gemein redest, es ist schwierig aufzuhören, weil du dir ziemlich dumm vorkommst, langweilig, und die anderen werden dich ziemlich langweilig finden. Aber es ist eine Phase, die man durchgehen muss. Und man entdeckt auch, wie schön es manchmal ist, zu schweigen. Es ist auch wichtig, den Geist zu schützen. Also es gibt einen alten buddhistischen Spruch, eher für die Mönche, und das ist Augen runter. Das heißt, wenn du durch eine Gegend gehst, wo du merkst, ich werde in alle möglichen Richtungen stimuliert und kann das überhaupt nicht beherrschen, wie ich darauf reagiere, und ich weiß sogar, in welche Richtung ich reagieren werde, schau es einfach nicht an. Wieder, es ist kein Armutszeugnis, es ist ein Zeichen, ich kann mich selber einschätzen, wie ich bin. Ob es Werbung, ob es Filme, ob es Menschen sind, ob es Geschehnisse sind. Ich glaube, ich habe mehr oder weniger lang genug geredet, nur ein paar abschließende Bemerkungen. Und dann hoffentlich gibt es ein bisschen Zeit, wenn Leute Fragen haben. Und zwar, häufig stellt sich die Frage, gibt es aber nicht doch einige Situationen, wo Gewalt angemessen ist. Und
Wir sagen, ja, in der Gesellschaft, in der wir sind, leider kann man es nicht vermeiden. Die meisten von uns können es nicht vermeiden. Aber wir sollen versuchen, erstens, vermutlich offensichtlich, es so wenig, so klein wie möglich zu halten. Und so häufig es geht, wenn man will, im Dienste von Meta. Ein Beispiel, was mein Lehrer gibt, ist, wenn ein Vater oder eine Mutter ein Kind mit körperlicher Gewalt zurückzieht vom Herd, wo das Kind sich verbrennen wird. Das ist ein klarer Fall. Es ist Gewalt, aber es ist im Dienste von Liebe, damit das Kind sich nicht verbrennt. Das ist ein sehr klares Beispiel dafür. Aber dann gibt es häufig Leute, die rationalisieren wollen. So das Üblichste ist Ressentiment. Irgendjemand hat mir wirklich so etwas Böses getan. Ohne Frage. Und mein Ressentiment fühlt sich absolut richtig an. Ist gerechtfertigt. Aber in dieser Tradition wird gesagt, nein, es ist nie gerechtfertigt. Egal, was jemand anders tut. Mein Ressentiment schadet mir selber letztendlich. Wenn ich es loslassen kann, es ist nicht, dass ich sage, dass diese andere Person ein Engel ist, ein Heiliger, mein geheimer Lehrer oder sowas. Nein, er ist, was er ist, dieser Mensch. Aber es hilft nicht, wenn ich anfange, Ressentiment zu entfalten oder daran zu halten. Ich schließe mit einem Zitat von dem englischen romantischen Dichter Shelley, der was sehr, sehr Ähnliches sagt zu dem, was ich ausgelegt habe. Und er hat vor mehr als 200 Jahren geschrieben, das große Geheimnis der Moral ist die Liebe. Ein aus unserer eigenen Natur heraustreten und eine Identifikation unseres Selbst mit dem Schönen, welches im Denken, Tun, in der Person anderer als unsere Selbst existiert. Um wahrhaft groß zu sein, muss ein Mensch tiefe und umfassende Imagination vollbringen. Er muss sich selber an die Stelle eines anderen und vieler anderer stellen. Die Leiden und Freuden der Gattung müssen seine eigenen werden.